Hallo Welt, da sind wir wieder, hier an unserem Schuppen. Der schöne aufgeräumte Schuppen. Das bleibt so. Oh, wir bräuchten eine Heizung. Ja, aber es sieht nach Sommer aus draußen. So kalt wird es wohl nicht sein, als dass wir schon eine Heizung bräuchten. Wir gucken doch mal. Wir können doch mit Sicherheit hier ein bisschen was verbessern, unsere Skills etwas verbessern. Wir haben einen Punkt. Ja, das reicht noch nicht. Einen Punkt zu verteilen, das macht ja keinen Spaß, oder? Ah, bei den Verhandlungen haben wir einen Punkt. Neue Fähigkeiten für 196 gereinigte Elemente. Ach so. Da haben wir zwei Punkte. Hier haben wir keinen. Was war das hier? Hier war Zerstörung. Gut. Ja, da haben wir aber noch keinen Punkt. Da, bei Malen haben wir zwei Punkte. Und goldenes Händchen haben wir auch einen Punkt. Bauen haben wir null Punkte. Mhm. Ja, dann, wo war das mit den zwei Punkten? Hier. Was können wir denn hier Schönes machen? Neue Fähigkeiten für 116 Wände streichen. Ach, da haben wir aber ein paar doppelt gestrichen, meine ich. So viele haben wir nicht gestrichen. Das waren die Bahnen wahrscheinlich. Ja, Grundlagen der Malerei. Du verschwendest keine Farbe beim Streichen von Wänden. 20% kleinerer Verbrauch von Farbe, das ist gut. 40% kleinerer Verbrauch von Farbe oder superschnelles Streichen. Streiche 25% schneller. Streichen um 50% und um 75% schneller. Nein, oder? Das ging doch schon ziemlich schnell. Mehr streichen, streiche zwei Wände zeitgleich. Ach was. Ja, wir haben ja zwei Hände. Und das geht. Dann brauchen wir aber auch zwei Werkzeuge. Ja, ich glaube, wir verbessern einmal hier die Grundlagen der Malerei. So. Und beim Aufräumen, da haben wir den scharfsinnigen Blick, den wir auswählen könnten. Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Du siehst die Mehrheit der Verunreinigungen auf der Minimap. Und drittens, du siehst alle Verunreinigungen auf der Minimap. Hört sich das interessant an? Wir benutzen die Minimap bisher noch gar nicht so sehr. Schnelle Händchen. Aufräumen um 25% schneller oder um 50 oder der dritte Punkt hier um 75. Dann weitere Reichweite. Wir könnten einen guten Mob bekommen, einen Ultra-Hyper-Mob, einen Ultra-Hyper-Mob 2018. Und wirf den Müll in der Reichweite weg. Ja, ich denke schnelleres Aufräumen, wobei das kam mir jetzt gar nicht so lange vor. Machen wir das mal so. Verhandlungen. Preisverhandelbar also. Chancen auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 5%. Chancen auf Erfolg bei Verhandlungen steigen um 15%. Oder schnelle Aufträge. Anforderungen der Aufträge minus 2%, minus 5, minus 10%, aha. Und höheres Einkommen, Zahlungen für Aufträge plus 10%, Zahlungen für Aufträge plus 25% und plus 50%, was nehmen wir natürlich? Das nehmen wir dann doch ausnahmsweise mal. Die anderen Punkte, die sparen wir uns lieber auf. Hier das zum Beispiel, da würde ich mich dann doch drüber freuen. Nein, dieses hier, genau, preisverhandelbar. Da würde ich mich doch drüber freuen, wenn wir das alles auf einmal nehmen könnten. Also dann brauchen wir 1, 2, 3, 3. 3 Punkte brauchen wir wenigstens dafür. Sehr schön, ja. Was war das hier nochmal? Zerstörung, da haben wir noch gar nichts gemacht. Gut, dann gucken wir doch mal, was für Aufträge wir jetzt noch haben. Käufer, Verkäufer, brauchen wir gar nicht zu gucken. Wir haben noch gar nicht so viel. Kontostand. Ah, okay, für 26.000, fast 27.000 könnte man schon ein bisschen was bekommen. Aber erstmal gucken wir in unsere E-Mails. Hier haben wir nämlich noch zwei Aufträge von Jens Grachner, nämlich bitte bringen Sie die Heizung an. Und von Markus Seifert, Vorbereitung auf das neue Familienmitglied. Ja, die Heizung. Es ist ja Sommer, also der kann, glaube ich, noch ein bisschen warten auf seine Heizung, aber das Familienmitglied will etwas Neues. Vorbereitung auf das neue Familienmitglied, also von Markus Seifert. Guten Tag,
meine wunderschöne Frau ist schwanger und wir haben für nichts Zeit, wobei wir sehr glücklich sind. Ich weiß selbst nicht mehr, was ich erledigen muss. So viel zu tun vor der Ankunft meiner kleinen Prinzessin. Wir wissen nämlich zu 100%, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein kleines, schnuckeliges Häuschen für uns drei gekauft. Nur muss dieses ordentlich aufgeräumt werden. Das Kinderzimmer muss ja auch irgendwie aussehen. Ich hoffe, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Kaufe bitte auch alles Nötige für das Kinderzimmer. Ein Kinderbett, einen Wickeltisch, vielleicht Spielzeug? Ich verlasse mich auf dich und streiche die Wände im Kinderzimmer unbedingt in hellrosa. Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße, Markus Seifert, bald Vater. Ja, der ist aber glücklich. Wir müssen uns was merken. Nicht, dass wir da wieder so stehen wie in der letzten Folge. Kinderbett, Wickeltisch, Spielzeug. Und hellrosa, die Wände. Kinderbett, Wickeltisch und Spielzeug. Das sind alles Sachen, die ich nicht so habe in meinem Wortschatz. Das wird schwierig, sich das zu merken. Okay, wir akzeptieren das. Und da geht's schon los. Kein Fernseher im Schlafzimmer. Ein Minuspunkt. Ja, das Haus sieht wirklich schön klein aus. Schmutzige Wände. Warum kauft ihr alle so schmutzige? Wer verkauft denn so schmutzige Häuser? Was? Die werden doch normalerweise total hergerichtet. Den Schmutz sieht man doch erst, wenn man das Haus schon gekauft hat. Dann fällt es auseinander normalerweise. Da bekommen wir aber einige Punkte für, hoffe ich. Ja. Aha. So sieht's aus. Ist unser Auto auch da? Ja, das Auto ist da. Herrliche Gegend. Schönes Wetter. Und Strom haben sie auch schon. Okay, wir gehen mal rein. Und wir lassen so viel wie möglich hier, glaube ich, von dem Zeug. Was ist das denn eigentlich? Für ein komischer Schrank. Ach so, ein Regenschirmständer im Schrank. Praktisch. Oh oh. Linke Maustaste gedrückt halten, um wegzuwerfen. Wir machen mal alle Türen auf und die Fenster auch, um hier mal den Mief rauszulassen. Ach so, ja, oder wir reinigen erstmal. So, das reicht. Genug gereinigt. Oha. Ey, ich würde das ganz gerne ordentlich machen. Das ist gar nicht so einfach. Oh oh. Müsste mal machen. Das ist... Selbst mit so einem Ding hier ist das nicht einfach. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich kenne das gar nicht. Sowas. Hey, ich habe das nicht gedreht. Ich wollte das gar nicht. Oh, das ist aber... Ich bekomme gleich einen epileptischen Anfall hier. Können wir nicht aufhören? Das ist zu viel für meine Nerven. Das ist sehr unbequem, das zu steuern. Das macht wirklich keinen Spaß. Wir müssen das lernen. Wir können das nicht so richtig. Aber wir brauchen ein besseres Werkzeug. Da oben bleibt es hängen jetzt. Aha, Moment. Einfach rauf und runter immer. Aha. Ah, okay. Ja gut, das üben wir aber noch eine Runde. So, die Ecke auch. Und da vorne ist noch ein bisschen was. Ah. Oh Mann. Das möchte ich jetzt öffnen. Okay. Luft. Endlich. Das machen wir aber nicht nochmal jetzt. Das Fenster reinigen. Nein. Dann machen wir die Türen auf. Da kommt auch Luft durch. Das können wir... hey. Sowas kauft ihr? Naja, das war bestimmt günstiger dann. Die Fenster dürfen wir alle reinigen. Ja, wenn wir die alle gereinigt haben, dann wissen wir aber auch, wie das geht. So, weg da mit dem Müll.
Und wir, da geht's schon los. Wir bekommen schon Geld. Karton angefasst, Geld, zack. Ja. Und das hier wird das Babyzimmer. Mit Küche drin. Oder das. Was ist das? Was ist das hier? Eine futuristische Waschmaschine vielleicht. Aber das mit dem schneller Aufräumen? Wir klicken doch hier nur an, das ist doch total schnell weg. Ach so, dann würden wahrscheinlich mehr Teile gleichzeitig verschwinden. Dann bräuchten wir... Ah, das wird's sein. Ja, da habt ihr euch ja aber ein ganz schönes Schimmelhaus gekauft. Ich würde hier kein Kind reinstecken. Nee, das hätte ich nicht gekauft. Aber vielleicht hat es ja nur 100 Euro gekostet oder so. Ja, dann, okay, für 100 Euro? Ja, aber die laufenden Kosten, die bleiben doch. Da wird sich das da auch nicht lohnen und dann muss man den Schimmel entfernen nachher. Was das kostet? Oh, das ist und bleibt das Elternschlafzimmer, so. Ja, also, wenn ich umziehe, dann gibt es bei mir immer eine Planungsphase für die neue Wohnung. Gab es jedes Mal. Ja, außer bei der ersten Wohnung, da konnte ich ja nichts machen. Da war eben das Zeug alles da. Obwohl, ja klar, da haben wir auch geplant. Da habe ich auch geplant. Das Erste, was fertig ist, damit man abends sich zurückziehen kann, das Erste, was fertig sein sollte, ist das Schlafzimmer. Reinige die Beschmutzungen. Der Zaubermob. Einfach übers Bett gehen und alles ist gut. Das Bett ist auch gleich gemacht vielleicht schon. Oh, der Schimmel. Ob wir den wegkriegen mit dem Mob einfach, sieht nicht so danach aus. Ah, da müssen wir wohl die Wände streichen hier. Na, ist die Heizung? Die könnte auch einen neuen Anstrich vielleicht vertragen. So. Nein, das geht nicht. Das Bett muss raus. Ich glaube, wir sind hier in diesem Raum. Zumindest sind wir fertig schon mal. Da den Schimmel, den können wir... Ja doch, den... Ah, da muss man länger drauf. Okay, dann versuchen wir das hier nochmal. Aha. Schön, sauber ist's. Und so schimmelfrei. Na, das hilft aber nichts. Der Schimmel wird wahrscheinlich hier in der Mauer drin sein. Ich weiß nicht, ob das Holz ist. Wahrscheinlich ist es Holz, ja. Schlafzimmer. 95% geschafft. Reinige die Beschmutzungen. Ja, da haben wir wieder 5%, die hier fehlen. Einfach mit dem schimmeligen Mob jetzt hier übers Bett wischen. Passiert ja nichts mehr. Vielleicht ist hinter dem Bett noch irgendetwas. Ach ja, ich sehe schon, Fenster reinigen. Vielleicht gehört das mit dazu. Es könnte trotzdem überall noch hinter der Tür könnte hier noch was sein. Oder oben auf dem Schrank. Nö. Ja, wir kommen nicht drum rum, liebe Welt da draußen. Wir müssen... Was ist das? Gegenstände kaufen? Nein, jetzt noch nicht. Reinigen? Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen hier mal die Fenster reinigen. Dann lernen wir das wenigstens mal. Oh, nein. Hol raus dein Ding. Mach das ordentlich. Oh, nein. Runter. Das ist seitenverkehrt, oder weshalb tue ich mich damit jetzt so schwer? Wow. Nee, das ist nichts für mich. Ich kriege hier einen Anfall gleich, echt.
Die Steuerung kann doch nicht so komisch sein. Das ist... Ja, das ist... Boah. Nee. Ah, das ist so spiegelverkehrt, die Steuerung. Das geht... Und mal bewegt er sich schnell, mal langsam. Das ist so irgendwie... Nee, Fensterputzen, warum ist das so? Das andere macht so viel Spaß und Fensterputzen nicht. Wie im realen Leben auch. Putzfrau Moser, wir stellen... Oh, ob wir nachher jemanden einstellen können? Extra fürs Fensterputzen. Ach so, könnte das ja schon Spaß machen. Sieht ja auch gut aus, aber die Steuerung ist sehr, sehr, sehr... Ist überhaupt nicht... Das kann man daran... An sowas kann ich mich nicht gewöhnen. Das ist seltsam. Tut mir leid, ich möchte nach unten, aber der geht irgendwo anders hin. Schön langsam, dann wird's was. Das ist, die Achsen sind hier verdreht. Das ist der springende Punkt dabei. Und darauf komme ich jetzt im Moment nicht klar, weil das dann auch noch so schnell geht irgendwie alles. So, immer schön hoch und runter, das geht. Ah, okay. Hey, fertig. Öffnen. Luft. Ja, das hat jetzt aber nichts gebracht. Wir haben immer noch 95% nur. Vielleicht ist die Decke noch schmutzig irgendwie? Die Heizung. Ja, bestimmt die Heizung. Da tut sich nichts. Ach, wie auch immer, das Bett muss raus. Gegenstand verkaufen. 4. Besser wäre es, das nicht zu machen. Ach, das wollen Sie behalten, das schmuddelige Bett. Na gut. Ja, aber dann sind wir hier bei 95%. Ich weiß nicht, was wir sonst noch reinigen könnten. Ja, sieht doch alles gut aus. Hier nochmal rüberwischen. Das hilft nicht. Hier auch nicht. Komm, weg mit dem Bett. Darunter ist doch... Ach so, Moment. Gegenstände transportieren. Rechtsklick. Oh, unterm Bett ist alles sauber. Hier die kleinen Schränke, die sehen nicht so ganz sauber aus. Außerdem sind das keine Schränke, sondern Tische, ich weiß, aber die sehen nicht so sauber aus. Ja, da wissen wir doch jetzt schon mehr, was für einen Skillpunkt wir demnächst nehmen müssen. So, das Putzen sollte schneller gehen, finde ich. So kann ich auch putzen zu Hause. Schnell Auswahltaste, sehr schön. Ja, und da möchte ich doch sagen, ich möchte die Folgen ja nicht allzu lang werden lassen, damit man sich die dann auch schön gemütlich angucken kann. Aber da fällt mir gerade auf, dass eins... Dass wir das hier ganz klar, das schaffen wir nicht in einer Folge, so ein ganzes Haus zu renovieren.
Aber vielleicht ein Zimmer wenigstens. Ja, aber wir haben 95% und es geht nicht weiter so richtig. Oh, sind wir kräftig. Ich trage ja auch manchmal die Schränke bei mir ganz gerne durch die Wohnung. Ja, jetzt schon lange nicht mehr. Okay, ich gebe es zu. Ich bin da etwas ruhiger geworden. Ich trage die Schränke seltener spazieren mittlerweile. Aber früher. So, früher heißt so in der letzten Wohnung zum Beispiel. Habe ich ja schon erzählt letztens mit dem Kühlschrank. Ach, das kann doch nicht sein. Ich sehe hier keine Beschmutzung mehr. Vielleicht habe ich das Auge auch nicht dafür. Ach, vielleicht die Tür? Tut sich nichts irgendwie. Der Lichtschalter. Auch nicht? Ha. Ah, Moment, da war was. Ah, dann entweder die Tür oder der Lichtschalter. Ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwas war verschmutzt. Schlafzimmer, 22 Quadratmeter. Mein Gott. Sieht viel kleiner aus. Naja, durch die Schränke, das wirkt so. Wir sind fertig mit dem Schlafzimmer. Ach, ist ja heute Sonntag. Ist ja die dritte Folge. Also hier veröffentlicht soll sie werden am Sonntag. Die Folge. Und da können wir vielleicht ein bisschen länger was machen hier. Das steht aber nicht genau an der Wand. Stand vorher besser, meine ich. Ja, da sieht der Kunde wenigstens, dass wir was gemacht haben. In jeder Ecke. Ja, da könnte doch ein Fernseher stehen jetzt. Wie geht die Tür auf? Ah, nach außen. Ja, das ist aber eine seltsame Tür. Da läuft man, wenn man reinkommt, also vor den Schrank. Streichen sollten wir ja hier nichts, nur reinigen. Also man könnte den Fernseher auch hier hinstellen. Wenn der da steht, dann kann man aber nicht so... Ich weiß nicht, also ich hatte beides schon. Also den Fernseher auf dieser Seite so stehen hatte ich schon, da kann man immer so schön auf der Seite liegen, liegt aber die ganze Zeit nur auf einer Seite. Wenn da mal der Arm einschläft, ja, dann schläft er ein. Nee, ich bin dafür, wir bauen das hier so ein bisschen schöner hin. Oh, hoppla. Und wenn der da steht, wo wir jetzt die Kommode dahingestellt haben, ja, das ist, glaube ich, so ganz gut. Denn man kann sich ja auch hier so ins Bett hinsetzen. Ja, Hauptsache, man kann gucken, schön. Beim Einschlafen. Ah, den kriegen wir bestimmt noch näher ran. Das ist überhaupt gar nicht unsere Aufgabe wieder, oder? Wir machen das schon wieder irgendwie so, wie wir das wollen und nicht wie der Kunde das will. Ja, der Kunde wird sich schon freuen. So lassen wir das stehen. Der wird sich freuen. Ist das schön gerade? Ja, könnte noch ein wenig nach rechts weiter. Oh,
Das ist ja auch nicht so schön. Ah, das passt. Also gut, dann, wir haben ja genug Geld, oder? Ach, wir kriegen für das eine Zimmer hier schon 1441 Euro. Ja, das ist doch nicht schlecht. Okay, dann können wir was kaufen hier. Kaufen. I. Ach so, I ist nicht Inventar. Kaufen ist kaufen. Hier, Shop. Mal gucken, was wollen Sie denn haben? Betten, Bodenfliesen, Deckenlampen, Farben. Streichen sollten wir hier nichts. Obwohl, ich finde, das Braun geht mal gar nicht. Haushaltswaren. Was ist das? Ah, ja, okay. Kühlschrank, Japan, Mono. Elektroherd. Vom Bett aus sich eine Pizza machen. Was? Warum komme ich nicht auf so eine Idee? Bin ich doch gerade. Moment mal. Wie groß ist der denn? Echt jetzt? Die gibt's in verschiedenen Farben? Ah ja. Perfekt. Oh, passt nicht rein, oder? Neben das Bett hätte ich den gerne gestellt. Ja, Moment mal, die kriegen ein Kind. Die müssen nicht einen Kühlschrank voller Bier neben dem Bett stehen haben. Die sollen auf das Kind aufpassen, oder? Oh nein, wie können wir das abbrechen? Oh, aber ich find's gut. Ja, und mit dem Fernseher? Genau, die kriegen ein Kind. Die sollen nicht fernsehen. Die müssen sich um ihr Kind kümmern, oder? Hört das Leben denn auf, wenn man Kinder kriegt? Nein, 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 nein. Ein Fernseher muss her. Wir brauchen Küche, Lampen, Paneele, Pflanzen. Schränke, Schränkchen, Schreibtische, Sofas, sonstiges, sonstiges. Oh, ach, ich sehe schon. Hey, das Spielzeug ist aber voll teuer hier. So ein Bär für 15,21. Ah, das wird dann aber ein großer Bär sein. Ein Tresor. Na, wir sollten uns aufs Wesentliche konzentrieren jetzt. Notizbuch mit Rezepten. Wie schön. Ja, für die Küche mehr so Sachen. Ist das mehr geworden? Beim letzten Mal war das doch alles hier nicht so viel. Stühle haben wir, Survival haben wir, da gucken wir erstmal nicht rein. Und Teppiche, Tische, Türen, TV, HiFi. Hängender Fernseher und Fernseher, ein HD-Monitor. Und ein Monitor, eine Mikrowelle, Lautsprecher. Nein, Lautsprecher brauchen Sie nicht. Im Schlafzimmer können Sie auch über Kopfhörer hören, aber dann hören Sie ja Ihr Kind nicht mehr. Ja, aber das ist ein Baby, wenn es zur Welt kommt wahrscheinlich. Und die reden doch nicht viel, da müssen sie ja nicht viel hören. Ja, aber wenn es was hat, na, was soll es denn haben? Wenn es aufhört zu atmen, dann hört man sowieso nichts, ob sie Kopfhörer aufhaben oder nicht. Das ist kein... Nein, ich bin mit mir selbst jetzt nicht einverstanden mit dem, was ich da gesagt habe. Oh, wieso dreht er sich? Ah, ja, das ist doch schön. Hey, da stimmt was nicht. Wollen wir den so hoch? Ja. Ja, so. Benutzen? Wunderbar. Sehr schön. Ah, die haben uns einen kaputten verkauft. Ich kenne das. Das hatte ich auch schon mal. Da ist alles auf dem Kopf. Muss man wieder zurückschicken. Oder so rum hinhängen. Ah, okay. Gut. Oh, der hängt schief. Schön hoch. Ja, dann braucht man gar nicht zu sitzen im Bett, wenn er so hoch hängt. Können wir uns nicht mal Probe hier hinlegen? Da will ich mich gar nicht reinlegen. Warum haben die das denn hier so... Das ist gar nicht so schmuddelig, oder?
Das sind einfach nur Decken. Und Kissen mit komischen. Ich kenne die, bei mir ist alles in Schwarz. Das hat ganz schön gedauert. Es gab keine schwarze Bettwäsche. Ich habe geguckt und gesucht und es gab keine. Jetzt findet man die überall. Aber damals habe ich keine gefunden. So, wir sind fertig mit dem einen Raum hier. Ist da nicht schön? Oh, es wird auch schon wieder dunkel draußen. Wenn man jetzt hier durchguckt, dann sieht man, oh, die haben aber schön hier. Mit Heizung, Fernseher und Schränke haben sie auch. Oh, wie schön. Ja, was brauchen Sie denn noch im Schlafzimmer? Ich glaube, das reicht. Ja, dann behaupte ich mal ganz frech, wir machen in der nächsten Folge noch ein Zimmer, oder? Ja, sonst werden die Folgen zu lang. Ja, genau. Dann bedanke ich mich für euer Zusehen. Hier ist das Schlafzimmer. Schön, haben wir es gemacht. Oh. Aber wie kann man es denn am besten fotografieren für ein Thumbnail? Der Fernseher sollte drauf. So geht das doch. Schlafzimmer fertig, Thumbnail perfekt. Was wollte ich sagen? Genau, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.